Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Wir sind mal wieder bei F1 2016 und befinden uns heute mal in den USA, in Houston, Texas. Training und Qualifying habe ich wie immer schon absolviert. Qualifying lief sehr gut, haben wieder die Pole Position geschafft. Schauen wir mal, was das so wert ist. Vielleicht zu den letzten Rennen, da lief es ja nicht immer so super mit der Pole Position. Aber ich würde sagen, wir schauen uns gleich mal an, was das Team von uns erwartet im Rennen. Hey, wie geht's dir? Ich habe ein paar Infos für dich zu den Zielen, auf die du achten solltest. So, wir sollen das Rennen als Zweiter abschließen und Sebastian Vettel besiegen. Das haben wir im Qualifying schon geschafft. Hoffe ich mal, dass es im Rennen auch so weitergeht. Würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß und ich gehe gleich ins Rennen. Hier in den Vereinigten Staaten ist die Begeisterung für die Formel 1 förmlich zu greifen, was wir natürlich auch unvergesslichen Rennen der Historie zu verdanken haben. Wir erinnern uns an 1959. Damals holte sich Bruce McLaren seinen ersten Sieg in Sebring. Und ein weiterer Rekord stammt von John Watson aus dem Jahr 1983 in Long Beach. Kein anderer Fahrer holte je einen Grand Prix-Sieg und startete so weit hinten wie John Watson. Heute fahren wir in Travis County, Texas, wo 20 Kurven und Geschwindigkeiten von bis zu 321 km/h auf dieser großartigen Strecke auf uns warten. 60% Vollgasanteil mit vielen Überholmöglichkeiten, besonders in den zwei DRS-Zonen zu Kurve 1 und später auf der Gegengeraden zu Kurve 12. Da kommt einiges auf die Fahrer zu. An meiner Seite darf ich heute Stefan Römer begrüßen. Es freut mich, dich wiederzusehen. Was glaubst du, warum ist dieser Grand Prix seit seiner Wiedereinführung 2012 so ein großer Erfolg? Die Anerkennung dafür gebührt dem Promoter. Der Grand Prix hier findet in einem Teil des Landes statt, der für seine Liebe zum Motorsport bekannt ist. Und die Promoter haben die richtigen Leute hergebracht, um sie dann auch zufriedengestellt. Außerdem hilft es, wenn die Strecke selbst gut ist, und das trifft hier auf jeden Fall zu. Die Anlage ist interessant und sorgt für spannende Action. Und es kann nie schaden, wenn es auf einer Strecke so eine spannende Entscheidung im Titelkampf gibt wie 2015. Aber dadurch wird natürlich auch der Druck groß, diese Qualität zu halten. Wir müssen auf der Strecke bis Kurve 1 voll konzentriert sein. Wir sind jetzt im Vorteil und das soll so bleiben. Verteidige innen. Dann können wir Kurve 1 in Führung verlassen. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Ferrari startet also von der Pole und daneben steht Nico Rosberg. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ricciardo, Vettel, Max Verstappen und Hamilton. Grosjean, Gutierrez, Sainz Jr. und Sergio Perez. Alonso, Button, Danny Quert und Hülkenberg. Wehrlein, Magnussen, Felipe Massa und Jolyon Palmer, Bottas und Haryanto, Markus Eriksson und Felipe Nasser startet aus der hintersten Reihe. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. So, da sind wir auch wieder. Schauen uns mal die Rennstrategie an. So, können wir schön auf super weichen Reifen starten. In abweichende Reifen übergehen. Zwei Boxenstops sind auch völlig okay. So, wir nehmen ein bisschen weniger Sprit mit noch. Nehmen wir mal 28,5 um, das reicht. Oder noch, oh, 29. So. Autoeinstellung kann man nicht verändern. Genau. Würde ich sagen, starten wir das Rennen, wünscht mir Glück und ich wünsche euch viel Spaß. Ah, scheiße, Start verkackt. Oh.
schon wieder turbulent los hier. Scheiße. Na, ja, das geht ja schon mal gut los. Schon wieder. Ist jetzt schon wieder hinten dran, ich glaub's nicht. Also irgendwie ist hier ein Flug. Ach Mensch, wo soll ich schon wieder eine Kollision? Sehr gut. Jetzt müssen wir schon wieder aufholen, ich glaub's nicht. Das war echt. Letzten Rennen geht echt gar nicht. Ja. Links kein Crash am Auto gehabt. Alle Spoiler noch da. Das wäre schon ein Ziel. Noch alles okay. Kein Schaden, nix. Sehr gut. Sektor Bestzeit im dritten Sektor. Auch schon mal gut. So, beim Überholen aufpassen, dass ich hier keinen touchiere wie die letzten Male. Wenn man mal extra Boxenstopp hat. Dann noch in der Schikane. Da fahren die, wie man sehen kann, auch mal schön langsam. Ups. So, den paar Mal, den kriegen wir noch hier. Schön. So. Kleine Gegner hier. Sind viel schneller. Dann lassen wir das mal. Boah, das wäre fast schief gegangen. Ja, sorry, das war mein Fehler. Och nee. Oh Scheiße. Ja. Läuft wieder gegen uns hier. Ein bisschen zu aggressiv gewesen. Ich glaube, sie kommt die Fütterung dafür.
Ja, ich merke schon, ich fliege wieder total im Arsch. Sorry. Gefällt mir gar nicht, aber das gilt als Boxenstopp. Naja, okay. Komm Jungs, go, 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 go! Sekunden. Ist nicht so toll. Gucken, ob wir das noch aufgeholt bekommen. Oder 18, gut wert. Ich mich auch weit hinten sehen. So, wieder schnell zum dritten Sektor. Nicht wieder ein Flügel kaputt machen, das wird gar nicht gebrauchen. Jetzt war ich doch grad, kommt Sebastian. Doch nicht, schade. Wäre gut gewesen, wenn wir da sehen können, wo wir ungefähr stehen. Dann sind wir noch alle in die Box. Die halten mich jetzt massiv auf, ey. Wieder zu radikal. Na, jetzt kommen wir besser raus hier. Könnten wir ohne DS vielleicht kriegen. Glück. Nein, kriegen wir nicht. Doofe Stelle zum Überholen. Jetzt haben wir ihn. Zu doll geschnitten. So, jetzt machen wir schnell zum zweiten Sektor. Gut aus.
Ups, das war ein bisschen zum Doll abgekürzt. Sehr schön. So, 21 Runden haben wir noch. Wir haben viel Zeit. Zum Glück. Da kriegen wir schön DRS, sehr schön. Kommen wir auch gut rum diesmal um die Kurve. Hier auch. Wird die schnellste Runde werden. Yes. Sehr schön. Vorne kommen die nächsten, ein ganzer Pulk, sehr schön. Ja, ich glaube, der Führende ist auch gar nicht so weit weg. Vielleicht noch eine Chance. Mal gucken, wann nächstes Boxenstoppfenster ist. 15. 18. Runde ist noch ein bisschen hin, das ist sehr gut. Stoppen wir in der Box. Interessant. Dann mischen wir uns mal nicht ein und mal bekriegen da vorne. Das wird zu heiß. Gehen wir wieder in die Eisen. Mal wenig besser weg. Sehr schön. Kriegen wir auch noch DRS. Perfekt. Ein bisschen Battle hinter uns. So, dann haben wir uns auf dem 13. Platz vorgekämpft. Sehr schön. Upsala.
Oh, Scheiße. Das ist gar nicht gut. Ja, sorry. Das war nicht mit Absicht. Oh, kurz vor uns ist Vettel. Das ist natürlich sehr gut. Weil das muss das Ziel sein, vor Vettel zu sein. Das ist ja unser Rivale derzeit. Das ist natürlich sehr gut. Oh, ich komme schön vorbei. Wenn man uns Platz macht. Ja, danke schön. Sehr gut. Platz 12. Schönes Ding. Oh, Scheiße. Ach, bremst der schon wieder so stark hier. Oh, Kacke. Ach, Mist, ey. Gibt's doch nicht, ey. So schön rangekämpft. Mal gucken, wie sehr die Performance beeinträchtigt. Vielleicht schaffen wir es ja zum nächsten Boxenstopp. Ja, hier merke ich es natürlich ganz arg. Scheiße. Ja, keine Chance. Das wird nix. Kacke. Scheiße, Mann. Gibt's doch nicht, ey. Wieder durch einen Fahrfehler. Oh Mann. Ganze Mühe umsonst schon wieder. Nein, das ärgert mich. Kommt Junge, gib Gas, gib Gas. Und los. Das ärgert mich, das ist richtig ärgerlich. Weil ich wohl das noch ein bisschen üben müssen, das Überholen an den richtigen Stellen. Aber die gehen manchmal einfach so in die Eisen müssen. So, weiß auch nicht, was ich da jetzt machen soll. So, vorsichtiger fahren würde der eine oder andere sagen. Oder sich denken. Manchmal leichter gesagt als getan. Gut, verloren ist ja nichts, alles noch im grünen Bereich. Grün nicht, aber wir haben noch ordentlich Runden. Scheiße, 17 Stück. So, jetzt darf nun nichts mehr passieren. Glück schon wieder Anschluss. Ne, Jeff, ich brauche jetzt Fett. Ich muss ein bisschen überholen. Und wir haben noch genug Benzin. Also, stell mich so an! Die mag ich. Und sieht kann ich auch ganz gut. Gleich wieder Sektor Bestzeit. Ja. So, jetzt aufpassen, nicht den Flügel abfahren bei der Kurve hier. Ihr seht, ja, hier gehen so die Eisen hin. Wahnsinn. Was machen die denn da?
das hier in so einer Box. Oh, das ist aber gar nicht so weit weg. Interessant. Ist hier auch ein Schaden oder was? Nein, scheiße. Oh, Mist. Scheiße. Das will ich jetzt auch ätzen werden. Muss ich auch richtig gut fahren. Nach 3 Sekunden Strafe. Schneide ich denn heute so viel hier? Training und Qualifier habe ich nicht gehabt. Komisch. Teamkollege. Statusreport. So langsam. Statusreport. Ich wollte Statusreport haben, Leute. Abtrieb wollte ich nicht verändern. Achso. Danke, Jeff. Oh, verbremst. So, vor uns sind schon mal die Punkte. Platz 10. Science kriegen wir auf jeden Fall. So, kriegen wir. So, geschnitten. Wir müssen aufpassen hier. Dann kriegen wir jetzt ein DRS-Fenster. Oh, ein paar in der Box, sehr gut. Gleich ein paar Plätze wieder gut gemacht. Sehr schön. Und das Button. Den haben wir auch. Sehr schön. Und es wäre lang. Okay. Da ist wohl einige im Kopf gestellt. Oder das sind bei den Boxenstops gerade. Na toll, kein DRS. Das läuft sehr gut heute.
So, Platz 7 gefällt mir. Sehr schön. Verpasst. So, wer dann ist auch super soft. Den brauchen wir auch ein bisschen, um da ranzukommen. Ja, das sollten wir jetzt schaffen. Der erste mal noch nicht. So, ach, ist auch ausgefallen. Scheiße. Ja, trotzdem ist der Ferrari schneller. Der Geraden zumindest. War wieder knapp. Ja, sehr schön, hat sich auch von alleine gelöst das Problem. Aber schön in die Box. Oh, der DRS geht wieder, sehr gut. Damit haben wir Platz 6. Sehr schön. Wir müssen Vorfeld sagen, das ist das Wichtigste. Teamkollege. Teamkollege. Wir müssen wohl jetzt welcher Platz, Leute. Status Teamkollege. Ja, sehr schön. Sehr gut, läuft ja alles nach Plan. Wir müssen einfach nur vor Vettel sein. Und natürlich am liebsten Platz 2. Ob das noch drin ist, das weiß ich nicht. Das steht noch in den Sternen. Rosberg 17 Sekunden weg, glaube ich, wenn ich das gesehen habe. So, wir sonst nichts zu tun, ne? Jetzt Platz 5, sehr schön. Kommen wir immer dichter dran und das Verstoppen. Super soft. Und gleich muss der Boxenstopp auch sein. Mal gucken, wo wir Boxenstopp haben. 21. Oh. Das spielt uns in die Karten, auf jeden Fall. Sehr gut. So, 3 Runden Boxenstopp und jetzt Safety Car. Das ist natürlich spitze für uns. Kann ich schon auf Mager auffahren? Ja, hab ich ja.
virtuelle Safety-Car-Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC endet. Auf grüne Flaggen warten. Sehr schön. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit super weichen Reifen weiterfahren. Oh, sehr schön. Strategie wurde ja geändert. Ja, ich habe die Weichen drauf, die ich eigentlich zuletzt haben sollte, aber trotzdem Strategie. So, kriegen wir die Super Soft, sind wir noch ein bisschen schneller mit. Das sieht alles sehr gut aus, noch trotzdem. Gefällt mir, weil ich die Strecke natürlich gut kann. Die hat eigentlich ganz gute Zeiten fahre. Wie man sehen konnte an der Pole Position. Vielleicht reicht das ja doch noch. Mal auf Fett machen hier. Bin noch ein bisschen gespart. Ja, zwei Plätze nur. Das würde mir völlig reichen. Oder Treppchen überhaupt. Das wäre glaube ich ja, unser erstes Treppchen. Ne, das zweite. Wir haben mal einen Sieg schon gehabt. Und dann müsste es jetzt eigentlich das zweite sein, das war. Das ist natürlich schon mal ein Erfolg. Auf jeden Fall. Verstappen ist keine Chance. Ich kassiere ich gleich ein, muss ich gar nicht wehren. Da bin ich dran. Muss da aufpassen. Wenn ich den Flügel abfahre in der Kurve da. Der S hat nicht gereicht. Schade. Das war auch klar bei Red Bull. Bin natürlich nicht gerade langsam. Am Top Speed. Wie man hier auch sieht. Hier sind wir auch gar nicht so langsam in der Kurve, nicht so wie die anderen. Trotzdem, Ferrari bleibt Ferrari. Eine Chance. Hier. So, jetzt hier Kampflinie. Achter Platz. Ja, sehr schön. Hier noch kein Platz. Aber bleibt trotzdem vorne. Mal hier aus dem Windschatten raus. So, dann sind wir auf Platz 4. Perfekt. Ja, das Lappen geht auch nicht auf. Bleibt im Windschatten. Nichts anderes. Ach, Scheiße. Ja, beschnitten, ey. So. Ach nein, jetzt auch noch verbremsen. So, wo würden wir noch rauskommen aktuell? So, wir würden als Siebter rauskommen. Können auch noch ein paar Runden fahren. Andererseits würden wir super soft kriegen. Das heißt eine Sekunde schneller pro Runde, als wir jetzt fast sind. Ja, jetzt kommen wir als Sechster raus. Ich glaube, ich fahre noch eine Runde. Hamilton kommen wir auch. Sehr gut dran. Sehe ich gerade.
Oh, Ricardo ist weg. Ricardo ist in der Box gewesen. Sehr schön. Noch 6 Sekunden auf Hamilton. Stimmt das? Ja, da bleibe ich auf jeden Fall noch draußen. So. Der hinter uns Verstappen geht nämlich auch nicht in die Box. Okay. Ich habe verguckt. Ich bin nochmal, wir haben 17 Sekunden hinten. Da ist es eigentlich soweit okay. So, wir verbessern uns auf jeden Fall. Jetzt können wir als 5. 4. oder ausschauen. Sehr schön. Sehr gut aus. Das gefällt mir. Das 4. raus. Ich fühle mich irgendwie besser damit, wenn ich jetzt noch eine Runde draußen bleibe. Ja. Ich werde noch eine Runde draußen bleiben. Noch kommt er als 4. raus. Nach hinten ist aber auch viel Platz. Also das werden wir auf jeden Fall schaffen. So, aber viel Zeit machen wir nicht gut auf Hamilton, also muss wieder jetzt rein. Auf jeden Fall. Ups, ach, scheiße. So, fahren wir jetzt in die Box. Und dann schauen wir mal, was da noch geht. 4 Runden lang. Schon mal frühzeitig auf Mager stellen. Können wir hier nochmal ein bisschen Benzin sparen. So, jetzt keine Zeit verlieren. Sieht gut aus. Sehr gut. Jetzt gibt Gas, Jungs. Wir haben auf Hamilton noch gar nichts gut gemacht. So, das war ein Spitzenboxenstopp. Ah, 2,2 Sekunden, hätte schneller gehen können, Jungs. Aber ist okay. Ist okay. Aber ich glaube direkt, ja, hinter uns ist Vettel. Sehr schön, haben wir geschafft. Finde ich gut. So. Jetzt auf Fett. 4 Runden lang Gas geben. Boah, komm, boah, jetzt kommt die 4 Runden Linie ab. Reifen sind natürlich auch noch kalt. Jetzt mal den Grip. So. Ricardo ist doch schon ganz schön weit weg.
ob es guten Boxenstopps. Mal gespannt, ob hier noch irgendeiner die Box fährt. Vor uns natürlich. Noch nicht damit. Gerade schon mal nicht. So. Der Sektor Bestzeit. So, ich glaube am Ricardo kommen wir ein bisschen ran, wie das aussieht. Fett hier. Der Sonne. Ja, ich fürchte, es ist eine Karte, wenn wir nicht mehr rankommen. Selbst wenn nicht, wir haben unseren Teamkollegen auf jeden Fall in der Tasche, wenn hier nichts mehr passiert. Das sagt ihr mir? Gut, hier, das interessiert mich doch nicht. Und Ricardo interessiert mich. Zwei Runden, sieht doch gut aus. Ja. Und da sehe ich Ricardo schon. Wenn es was wird, dann wird es echt knapp. Sehr schön. Das können wir auf jeden Fall knicken. Ja, da hinkommen, aber das Treppchen könnten wir vielleicht noch schaffen. Viel Glück. Lieber nicht die Linie am Treppchen. Zeit dafür. Ich brauche den extra Sprit für Ricardo. Ja, sehr schön. Schon in greifbarer Nähe, aber ob das reicht, wir werden es gleich sehen.
eine perfekte Runde kommt. Kommen auf jeden Fall ran. Vielleicht eine Chance zum Attackieren zu haben. So, letzte Runde. Schön, nochmal eine schnellste Runde. So, Christian, gib alles. Ja, komm, muss ich jetzt. Aber es reicht, um ranzukommen. Reicht es auch zu überholen. Ja, Kampflinie, Kampflinie. Kampflinie geht nicht. Genau, Kampflinie fährt. So, eine Chance noch. Ja, jetzt haben wir ihn. Ja, oh, wird wohl schnell. Und mit DRS schaffen wir es noch. Ich muss ihn eigentlich runterlaufen. Keinen Fehler machen. Dann haben wir das Treppchen sicher. Schikane. Eine Rundung vor uns. Gar nicht gut. War noch Platz. Oh, da war knapp, ey. Puh. Oh, noch geschafft. Yes. Nicht gut genug. Das war einfach nicht gut genug. Lass uns beim nächsten Mal eine Chance. Ach, scheiße. Mist. Die Strafe. Er hat heute einen großartigen Sieg gefeiert. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Heute war er einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Vor der Safety-Car-Phase haben wir ein komplett anderes Rennen gesehen. Aber er konnte es wirklich ausnutzen, dass sich das ganze Feld zusammengeschoben hat. Wenn ich das sage, kommen die Fahrer raus zur Siegerehrung, um ihre Trophäen entgegenzunehmen. Nach diesem hervorragenden Rennen können sie noch mehr Silber nach Brackley mitnehmen. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Der Vorsprung unseres Führenden ist nach dem schwachen Resultat heute geschrumpft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Auf jeden Fall der fliegende Finne. Warte, wie viele fliegende Finnen hatten wir inzwischen schon? Wie auch immer, in diesem Fall meine ich Bottas. Starkes Tempo und ebenso gute Arbeit im Verkehr. Das Rennen um den Konstrukteurstitel mag schon entschieden sein, aber mit diesem Resultat sichert sich Mercedes den Konstrukteurstitel. Sie haben vom ersten Rennen dieser aufregenden WM an herausragende Arbeit geleistet. Auch von Manor Racing war das heute eine herausragende Leistung, mit der sie in der Rangliste einen weiteren Schritt nach vorn machen. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ja, schade, konnten das leider das Ergebnis nicht ganz treffen in dem zweiten Platz. Chance war natürlich da, wir haben natürlich deutlich mehr Speed. 3 Sekunden, aber durch Fahrfehler leider wieder nicht geschafft, aber Minimalziele, besser als Vettel zu sein, das haben wir geschafft. Wir bleiben daher, da wir hinter Ricardo platziert sind, bleiben wir auch in der Fahrer-WM oder Fahrerrangliste hinter Ricardo, dicht dran mit 5 Punkten Unterschied.
Meisterschaft ist natürlich nicht mal annähernd mehr dran. Vettel wird auch extrem schwer, ich glaube eher nicht. Oh ne, ist glaube ich auch, ne, ist glaube ich auch erledigt. Ja, Konstrukteur sind wir immer noch Platz 2. Gut. Schauen wir uns mal die Punkte an. So, wird man ein paar Mal geschnitten, hat auch nicht was da jedes Mal war. Das sind nur 89%. Endposition verliere ich mit Qualifying. Plätze haben wir 3 verloren. Ja, leider. Damit haben wir 705 Ressourcepunkte. So, schauen wir uns mal die Rivalität mit Sebastian an. Da müssten wir jetzt eigentlich führen. Jo, da führen wir. Ja, fast gewonnen, die Rivalität. So, jetzt beim Team aus. Leider nicht schaffen können. Vor Vettel, also haben wir die gleiche Punkte wie vorm Rennen. Ach, kriegen auch noch einen. Ja. Bleibt mindestens Vierter, ja. Das könnte ich nicht schaffen. War allerdings auch nicht Vierter, also konnte ich auch nicht Vierter bleiben. Auch idiotisch, aber gut. Also Fahrerposition bleibt Fahrer 2. Gut. Die Gesamtpunkte nochmal an, haben wir 91.922. Ja, würde sagen, das war's für heute. Nicht das, was ich mir vorgenommen habe. Das war natürlich der Sieg, ganz klar, aber durch Fahrfehler habe ich leider wieder versaut. Sehr schade. Ja, das nächste Rennen wird in Mexico City sein. Auch ein schönes Rennen. Also 3 Stück haben wir noch in der Meisterschaft. Ja, ich bin mal gespannt, auf welchem Platz wir nach dem Abu Dhabi-Rennen sein werden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und freue mich wie immer über ein Like, Abo oder ein Kommentar. Dann noch einen schönen Sonntag für euch. Ciao.